So, meine Lieben, noch eine klitzekleine Gartenrunde heute. Zum einen hier mit der Gartenhäcksel das Zeug kurz unterrühren. Auch wenn Sonntag ist, ist mir jetzt wurscht. Und zum anderen habe ich noch eine Frage an die Elektrospezialisten. Ich kenne mich ja relativ gut aus, aber ja, die Frage könnte vielleicht doch interessant werden. Naja, ich stelle jetzt die Cam aufs Stativ und dann gucke ich, dass ich hier schnell unterrühre. Das reicht schon wieder. Leck mich am Ärmel, hey. Cam steht ein bisschen tief heute. Also, jetzt schnappe ich mir noch Schaufel, Besen, hau mich tot. Tu den ganzen, das sieht man glaube ich wieder nicht, tu den ganzen Mist hier wieder reinkehren und reinschaufeln. Bisschen sauber verteilen und dann ist gut. Na komm, lass ich Cam noch mitlaufen. So. Aber da wäre ja echt Blödsinn gewesen, wenn ich das alles mit der Hand umgegraben hätte. Weil das hat ja jetzt wirklich nicht lange gedauert. So, jetzt noch einen Besen finden und dann bin ich auch schon wieder fertig. Leute, jetzt nicht lachen, aber das ist der einzige Straßenbesen, den wir da haben. Oder straßentaugliche Besen oder wegtaugliche Besen. Ja, das war's. Heraußen. So, also das ging ja jetzt wirklich ratzfatz mit dem Ding zum Umgraben. War ja auch Gott sei Dank alles schön locker. Das muss jetzt reichen.
ja, so bleibt es jetzt brach liegen, bis wir es bepflanzen. Gut. Hektik, Stress. Jetzt meine Frage an die Elektrospezialisten. Es geht um die Absicherung der 230 Volt Anlage. Bekanntlich, auf die Sicherung geht ja normal die Phase, wo immer Strom führt. Also sprich, die Sicherung raus, kein Strom mehr auf der Anlage. Ja, aber wie ist das jetzt, wenn ich hier jetzt an dem Wandler, der muss ja auch auf einer Seite Phase haben und auf einer Seite Nullleiter, den jetzt da einstecke, da soll ja der Sicherungskasten hin, entweder den Wandler oder dann hier über die Außensteckdose, wo man mit Strom bestromen kann. Weil aus dem Sicherungskasten kommt ja ein Kabel raus, wo entweder wandlermäßig oder von außen Stromi eingesteckt wird. Man weiß ja eigentlich nie, wo dann auf welcher Seite die Phase ist. Würde es Sinn machen, so eine Doppelsicherung, so wie ich hier für Plus-Minus verwendet habe, würde es Sinn machen, solche Sicherungen zu verwenden, ja, dass wenn es die Sicherung raushaut, dass beide Leitungen getrennt sind. Dann haben wir auf alle Fälle jedes Mal die Phase mit abgesichert. Ja, und Nullleiter auch. Würde das Sinn machen? In meinen Gedankengängen ja. Was sagen Stromspezialisten dazu? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, und diese Frage wird mir hoffentlich beantwortet. Ich möchte dann bestellen. Hier soll es ja weitergehen. Gut. Ich mache mir jetzt noch einen schönen Kaffee. Für mich alleine. In Ruhe Kaffee schlürfen. Und dann fahre ich auch schon wieder heim. Und ja, somit war es das auch schon wieder mit diesen ganz kurzen Ackervideo. Umackervideo. Umackern. Genau so habe ich jetzt das Video genannt. Umackern, genau. Jo, in dem Sinne sage ich Tschaikowski, einen schönen Tag wünsche ich oder Abend wünsche ich euch noch. Weg bin ich. Ciao. Und warum filme ich jetzt keine Szene mit Kaffee trinken? Ganz einfach, ich habe meinen verdammten Pink Donut daheim vergessen.